Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt in TS Classic. Wir sind auf den Southwestern Expressways unterwegs mit einem degradierten HST. Was heißt das? Ja, der HST macht jetzt einen auf Regionalzug. Das sind so die letzten Dienste, die sie noch tun. Außer halt noch ein paar wenige Intercities, die sie noch haben. Aber so ein Service fahren wir, das ist nach echtem Fahrplan und die anderen Züge fahren entsprechend nach dem echten Fahrplan mit inklusive Störungen etc. Was alles mit dabei gewesen ist am 28.11.2022. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal DRA raus. Ich war so. Und machen mal kurz die Türen auf. Wunderbar. Einmal die Lichter anpassen. Tailgates brauchen wir nicht. Die Markers machen wir an. Good morning. Und wir machen noch ATP an. Na, bist du jetzt auch an? Nee, okay. Ah, jetzt. Ja, jetzt geht er hier einmal durch. Sehr gut. Tiverton Parkway. St. David's, its final stop. Na, was ist jetzt? Okay, jetzt ATP-Self-Test. So, da. Und das ist unsere HST hier. Diese History-Lackierung. Schaut mega geil aus. Old Oak Common HST Depot 1976 bis 2018. Legends of the Great Western. Hast du das Idee auf Old Oak Common Depot? Your attention, oh. Please. Platform 2. So, gleich geht's los. Hoffe ich zumindest. Oh, da hinten steht was Neues, oder? Ja, na, Zuma. Also Glas 800. Södele, Abfahrt. Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Ah, da kommt wieder das komische Brückengeräusch. Kommen wir weiter. Ich will das Geräusch nicht haben. Ja, danke schön. So, Ausfahrt haben wir hier mit 20. Ah, ist echt ein bisschen traurig, den HST da so zu sehen. Nur mit nur 4 Wagen. Naja, wenigstens fahren sie noch. Ich muss jetzt echt mal nach England. Um mal wirklich mit Nature Steeds fahren. Ah, und ich bin echt hart am Überlegen, ob ich mir von TS Controllers nicht die HSD Controller hole. Also, den da und den da. Das sind 140 Franken. So ein Plus, Minus. Und du kannst die Notches ja auch hier einstellen, wie viel du haben willst. Ah, ich glaube, da werde ich schon irgendwie schwach dann. So, wann dürfen wir schneller fahren? Na, da vorne, 90. Nächster Halt ist Nacy Beckwell. So, eigentlich müsste dann ATP umspringen, sobald ich 90 fahren darf. Ja. Maximum Schmackes. Ja, das Place hier bei der Eisenbahn. Es war einmal ein Bahnsteig. Ach nee, auch nicht Lost Place. Obwohl es ja noch in use. Nur der hintere Teil nicht mehr. Warte mal, habe ich da zusätzlich dran? Nee. Hinten ist auch alles okay. Warum ist. Ach nee, das sah jetzt nur so aus, als wäre das hier weiß.
komischer Lichteffekt hier. Ja, schön. Cinematic. So, und wieder rein. Bei mir ist es jetzt gerade 7:30 in der Früh und dachte ich, da will ich meine HST fahren. Ich habe auch überlegt, ob ich das nicht gerade etwas spontan streame. Aber 7:30 in der Früh ist dann sportlich und das an einem Sonntag. So, jetzt sind wir hier gleich bei 90. Los, nicht so schnell fahren. Sonst ist ATP unglücklich mit uns. Fünf Meilen, okay. Mit Ankunft 10:07 Uhr. Sportlich. So, jetzt die Fassung von Just Rains hier, die Strecke. Gibt dann noch die. Die uralt Version von der Strecke. Komm, lass mich 100 fahren. Dankeschön. Voll in die Eisen. Also, Gas geben halt. Ich habe mir jetzt gestern einen Teekocher gekauft, ein bisschen Wasserkocher. Das ist so ein automatischer Tickkocher, der ist mega cool. Da ist innen drin so ein kleiner Behälter, der fährt an so einer Schiene entlang, da hängt er magnetisch dran. Und wenn du die richtige Wassertemperatur dann eingestellt hast, bis das Wasser, die er erreicht hat, dann fährt er so grob nach unten, bleibt dann eine gewisse Zeit unten, die du voreinstellst, und fährt dann wieder nach oben und fertig ist dein Tee. Ey, fand das so faszinierend, so cool. Aber ich dachte, ich brauche jetzt unbedingt so eine Teemaschine, Schrägstrich Wasserkocher, der ein bisschen mehr kann. Weil irgendwie bin ich jetzt gerade voll in einer Teephase drin. Trinke die ganze Zeit nur Tee. Und da bin ich noch extra gestern in so einen Teeladen reingegangen. Und dachte, okay, kaufen wir irgendwie mal so guten, losen Tee. Weil dieser Twinningstee und Co., der, ich weiß nicht, der ist irgendwie so mild, da brauchst du irgendwie zwei Teebeutel und nur Zucker hinterher, damit es da irgendwie schmeckst. Aber jedenfalls bin ich da in diesen Laden rein und erstmal eine ganze Wand voll mit irgendwelchen Gewürzen und Teesachen zum Zusammenmischen. Aber die Geruchswelle da drin, die ist krass. Du weißt gar nicht mehr, was du da eigentlich alles riechst, wenn das irgendwie zwei Gerüche auf einmal. Ich meine, gut irgendwie, aber trotzdem. Du hast es nicht irgendwie identifizieren können, was hier was ist. Echt schlimm. Stell dir mal vor, da bist du den ganzen Tag da drin und hast die ganze Zeit den Geruch. Wobei, ich könnte mir vorstellen, irgendwann riecht es dann nicht mehr. So, wir müssen mal bremsen. Ja, sonst wird es nichts mit dem Anhalten. Also nicht, dass ihr euch wundert, ich fahre mit dem RB Enhancer, deswegen ja die Ansagen. Aber den habe ich jetzt mal für das Video nicht eingeblendet. Das fahre ich ein bisschen schöner. Oh, wir sind in der Zeit. Gott, dass ihr das auch seht. So, liebe HSD. Bitte schön anhalten hier.
bleibst du jetzt runter hier? Wird ein bisschen schwerfällig. So, es ist genau 7. Einmal Tür aufmachen. Ah, ich liebe diesen Diesel-Sound. Hey, die Türen sind ja gar nicht offen. Da sind sie offen. Ach, das sind die Schiebetür-Variante. Und da kommt der Kollege von der Gegenrichtung. Mein Kollege. Nicht viel los hier in der Gegend. Platform 1. Please stand out of the doors. So, Abfahrt. Na komm. Okay, wir gehen mal ein bisschen da vorne. Möchtest du mal abfahren hier, bitte? GBR. Okay, maximal Schmack ist. Scheint nicht durchzudrehen. Ah, doch. Sogar mit der Leistung runtergegangen. Ja, finde ich nicht cool. Na, dann schaut mal eins runter. So, aber jetzt. Notch 5. Bitte bleib jetzt oben. Ah, vielleicht immer noch nicht gern. Ja, bleib mal in der Notch 4. So, nächster Halt ist Yelton in 3 Meilen. Also wirklich schnell werden wir dann hier nicht. Ach, so ein komisches Gefühl. Hochgeschwindigkeits HSD hier als Regelzug zu fahren. Aber ich würde sagen, das ist der schnellste Regio dann. Weil mit 125 Meilen pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Meine ich irgendwas Interessantes? Emergency, Resuscitation, Electric Shock Rescue and Treatment. Woher was ist? Useful Numbers, die man natürlich nicht lesen kann. Wow. Jetzt so viel spannendes GSMR, das nicht funktioniert. Ja, ziemlich überschaubar. Boah, bevor wir es mal anhalten. Ich glaube, jetzt werde ich mich verbremsen. Holy shit. Maximum Braking. Da ist schon die Plattform.
Aber ein bisschen zu viel des Guten. Das ist aber eine nette kleine Station hier. Diese alten viktorianischen Gebäude, die Stile davon, gefallen mir echt gut. So, Forecast-Stop. Ja, da fahre ich jetzt gerade vorbei. Das ist HSD. Da, 2 plus 7K. Ja, wir sind leider kürzer als das. Lass mal kurz gucken. 2 plus 7. Was bist du? 2 plus 8. Sind hier die großen HSTs hier gehalten? Ist ja gerade so ein Knatz Kaff hier. Okay. War schönes Bahnhofsgebäude. Kann man das lesen, was da dran steht? Ne. Schade, schade. Okay. Das ist schon wieder Abfahrt für uns. Oder? Ja. So, 3. Na komm, nicht durchdrehen. Na, gibt's mir schon den Notch 4. Schaut gut aus. Sehr gut. Dann bleiben wir auch in der Vierer. Ah, da jetzt auch Platz zum Überholen, wenn es denn gebraucht werden würde. So, erstmal Schluck vom Tee. Ach ja, zum Teekocher nochmal zurück. Er hat eine Funktion, die finde ich jetzt schon super. Da kannst du einen Timer einstellen. Also wenn der Wecker geht, dann geht auch der Teekocher ab und hast dann einen frischen Tee. Ich wünschte, ich könnte das mit meiner Kaffeemaschine auch machen. Bräuchte ich eine smarte Kaffeemaschine. Dann würde ich aber das Geld aber dafür sowas nicht ausgeben. Ich meine, wenn ich es geschenkt kriege, dann gern. Oder wenn ich es super günstig sehe, aber ich bin so jemand, der nutzt die Sachen, solange sie bis sie halt gehen. Das ist so eine gebrauchte Judo-Maschine, was ich jetzt habe. Sicherlich jetzt schon 10, 12 Jahre her. Da mache ich den Service selber. Und mir diesen speziellen Judo-Schlüssel da mal gekauft habe. Und macht sogar Kaffee. Weiß nicht, solange man ein bisschen auf die Sachen schaut und sie wartet, laufen die Dinger ewig. Mal generell, je weniger Elektronik in irgendwas drin ist, umso länger heben die Sachen. Das gleiche mit den Autos, die ganzen Oldtimer. Die kannst du ja alle richtig schön reparieren, weil es halt mechanisch ist. Aber mach das mal bei den ganz neuen oder zum Beispiel bei einem Tesla in der Zukunft. Es wird spannend. So, Wörl ist der nächste Halt. In 2 Meilen. So ein Regio-Service, glaube ich, geht bei dem HSD echt brutal auf die Bremsen. Elektrische Bremsen hat der ja gar nicht. Da ist gelb. Warum ist der gelb? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was da vorne gleich auf uns zukommt. Next stop,
Ah, und ATP meldet sich jetzt gerade schon. Ich muss schneller bremsen. Moin, Kollege. 35. Jetzt irgendwie umgeleitet. Moin. Langsam HST wäre dann mal da. Södere, bitte anhalten. Da wird der HST. Da vorne ist rot. So, wie stand das vom... Naja, das passt doch noch. Schauen wir mit dem Hintern aus. Ganz knappe Sache da. Mit dem Rollstuhl hast du hier nicht wirklich viel Spaß. Du könntest bei der Lok mitfahren. Da, große Schiebetür hier. Ist noch ein bisschen lauter drin. So, da einmal lösen. Ja. Also, nächster halt. Westen Supermeer. Oder Superman. 3 Meilen. Supermeer. Bin mal gespannt, wie dann Erwin Hansa das aussprechen wird. Ich fahre jetzt übrigens nicht mehr mit der Vulkan-Engine. Irgendwie habe ich das Problem, dass wenn die Vulkan-Engine aus irgendwelchen Gründen abschmiert, dann schmiert einfach ganz, der ganze Rechner mit ab. Also gerade wenn du im Editor unterwegs bist und du platzierst irgendwie Assets, dann passiert es ja mal, dass er abschmiert. Und das hat bis jetzt immer der ganze Rechner mit abgeschmiert, also der friert wie ein. Und wenn ich das halt ohne mache, also mit der Standard-Engine von TS Classic, dann spielt, dann stürzt halt einfach nur das Spiel, aber nicht der ganze Rechner. Das ist hart nervig. Immer noch rot. Und es hat geheißen, ich soll nicht auf Tab drücken. Nein, dann machen wir das auch nicht. Ja, wow. Im letzten Drücker... Ja, super FDLs hier. Warum jetzt nach rechts? Ah, Moment mal. Ich glaube, hier macht die Strecke so einen Schwenker nach rechts. Ist ja gut, 35. Weil auch die Forscher wieder zu schnell. Ja, ich erinnere mich an diese Sektion. 60. Hä? 40? Ist 60. Ah, jetzt. Ich meine, da geht's an die Küste hier. Kann jetzt aber komplett falsch liegen, aber ich dachte, bei dem äußersten Bahnhof, der da kommt, ist, glaube ich, eine Küste. Ja, zu viel Schmackes. Ja, ja, ich bremse ja schon. Ich weiß, ich bin zu schnell. Oh mein Gott.
Wo ist keine Zwangsbremsung jetzt? Oh, auch die HS7-Markers. Frag mich, ob die jetzt für die Glas 800 genutzt werden. Ein bisschen. 25. Das ist langsam. Western Superman, ja. War ich ja gar nicht mal so falsch mit der Aussprache. Warum jetzt? Oh, das sind Gleise. All die Abschnittgleise hier, so wie es aussieht. Ja, ist ja gut. Gut, den Abschnitt will ich jetzt vielleicht nicht gerade recht schnell reinfahren. Ja, doch keine Küste. Warte mal, eine kleine Ausweiche. Wir schauen gleich nochmal von oben. Okay, cool. Wir haben gerade direkt wieder Ausfahrt. Das freut mich. So, anhalten. Und Tür auf. So, man kann es kurz nach oben gucken. Naja, also ein bisschen Wasser hat sie. hat sie ja vielleicht doch. Meer oder großen See? Ich kann jetzt mal auf Google Maps nachgucken. Also besten Supermeer. An dessen. So. Western Supermeer. So, wir dürfen abfahren. Gibt ja schon mal Leistung da. So, Karte. Ha, ich hatte recht. Da ist das Meer da hinten. Das ist halt hier da nicht wirklich nachgestellt. Also, nur ansatzweise, aber das ist Meer. Sehe ich das auch auf der Karte recht schön. Also Bristol und Cardiff schauen sich quasi gegenseitig an. Dazwischen ist halt einfach nur das Meer, was sie trennt. Deswegen dauert auch die Fahrt so lang. Weil natürlich mit der Bahn eine schöne Umfahrung fahren musst. So, immer noch 25. War da hinten eine Tafel? Ah, 60. Okay. Ja, dann. High Bridge and Burnham. Gleis 1. In 8 Meilen.
glaube, den nächsten Halt werde ich mir dafür verwenden, dass ich mir kurz den Tee nachschub hole. Ja, nichts mit Auswahl auf die Abstrecke, so wie es aussieht. Oder wieder auf den letzten Drücker aufmachen. Wo ist jetzt das Signal? Was willst du jetzt von mir? 50. Ja, schön rot hier. Na komm, mach's auf den letzten Drücker. Bleibt rot. Oh, FDL, lass mich raus. Ich bin HST. Ah, gut. Aber dann schauen wir uns wenigstens an, wer uns hier aufhalten wird. Es kann ja nur Dienst sein, der von da kommt. Ja, wobei, könnte eigentlich von beiden Richtungen sein, weil wir müssen hier drauf und dann auf die linke Seite. Die Frage, von wo der kommt. Tun wir doch mal ganz kurz nachschauen. Send the player. Aha. Moment mal. Warum ist auf der Seite grün? Achso, nein, Moment. Das ist, ich hab's falsch gesehen. Dann kommt er von hier. Hä? Also in unsere Fahrtrichtung ist alles grün gewesen. Wo ist der? Da ist er. Alter, der ist ja noch voll weit hinten. Aber gut, hat geheißen, echter Fahrplan. Also wenn wir halt auch länger bei Rot stehen. Okay. Na gut, liebe Leute, ich mache da erstmal einen kleinen Cut und ich nutze die Zeit und hole mir erstmal einen anderen Tee. Bis gleich. So, da, ich bin wieder da. Ich habe die Zeit mal ein bisschen vorspulen lassen. Der Service da hinten müsste jetzt gleich jeden Moment kommen. Und dann dürfen wir mal wieder fahren. Ja, ich sag's euch. 2023 wird so ein super Jahr werden für neue Spiele. Gibt schon ein paar, auf die ich heiß bin. Ich meine, das erste, was jetzt dann rauskommen wird, das ist dann Hogwarts Legacy. Auf das bin ich schon ein bisschen heiß. Ich bin zwar nicht der Ultra-Fan, aber es sieht schon vielversprechend aus und ja, so, ich mag das Franchise halt schon ein bisschen. Ich meine, klar, die J.K. Rowling macht halt gerade nicht so die geilsten Sachen, zumindest auf Social Media. Und da ist man ja auch am Diskutieren gewesen, tut man das boykottieren oder nicht? Verstehe den Grund, aber die J.K. hat zumindest bei Legacy nicht sehr wirklich mitgemacht und außerdem wird sie auch nicht wehtun. Ich meine, die verdient über 60 Millionen, zumindest Stand 2020, im Jahr. Und da wird man dann eher dem Entwicklerstudio halt da wehtun mit sowas. Also ich werde es mal anschauen. Ich habe die Dev-Streams mal anguckt. Das werde ich machen. Also ich weiß nicht, ob ich da ein volles Let's Play dafür mache oder ob ich es dann immer stream. Mal gucken.
aber werde ich auf alle Fälle mal spielen. So, wo ist jetzt der Service? Da sollte eigentlich bald hier mal um die Kurve kommen. Das Mikrofon ein bisschen anders hinstellen. So. Ah, come on. Mach schneller. Aber die Idee ist halt faszinierend, ne? Du bist halt da irgendwie so ein Schüler und bist Open World, kannst halt frei deine Sachen machen, kannst dann Hogsmeade und so weiter. Kannst dann mit anderen, glaube ich, na, warte, kannst du mit anderen spielen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meinte, ja. Und von der Grafik her sieht es halt mega schön aus. Also im Keymailer habe ich mich mal dafür angemeldet. Mal schauen, ob ich einen Key dafür kriege. Also ich höre schon mal was. Oder kommt der von da hinten? Nee. Doch, so ganz leicht im Hintergrund hört man so ein kleines Dieselgewitter. Das Ding ist, wir müssen ja noch warten, bis er ein bisschen weitergefahren ist. Das ist doch nicht 100. Oh. Also so vom akustischen Klang nach ein HST, aber da fehlt mir wohl irgendwie das Libre, oder ich hab's halt falsch installiert. Okay. Schade. Gehen wir wieder in unseren HST. Hoffentlich dauert es jetzt nicht zu lange. Ja, da kommt ja noch was entgegen. Oder haben wir das jetzt durch die Nachwehen? Nein, das war die Nachwehen. Cool! So, Gas geben bitte. Auf die 50. Alles klar. Okay. Also ja, klar. Mal danach links rüberfahren. Ich muss mir immer noch mal Avatar 2 anschauen. Ich habe da nur, also ich habe die ersten 3/4 Stunden vom Film habe ich mir schon gegeben. 100. Maximum schwach ist, oder? Okay. Aber irgendwie habe ich es dann wieder lassen. Irgendwie war das so eine Kopie vom allerersten Avatar. Das ist jetzt nur jetzt mit Wasserdinger. Aber er scheint jetzt richtig erfolgreich zu sein. Und James Cameron hat sogar schon gesagt, es kommt Avatar 3, 4 und 5. Und für Teil 3 hat er schon die allermeisten Sachen abgedreht. Der Typ ist so krass. Ich habe gerade den Artikel offen. Die allermeisten Szenen sind abgedreht. Ein 9-Stunden-Cut liegt im Filmstudio Disney wohl sogar schon vor. Und in einem Gespräch hat Cameron jetzt verraten, dass die nächsten 6 oder 7 Jahre seines Lebens jetzt endgültig mit dem Sequel zu Avatar, die Way of Water, verplant sind. Ja, ist ein Commitment. Solange sie halt wirklich gut sind. Mal sehen. Also der erste war jetzt schon cool. Ich muss einfach nur mit den ganzen Sequels aufpassen, dass da halt irgendwann das Ganze nicht ausgerutscht wird, dass dann langweilig wird. Ich meine, das gleiche auch bei Need for Speed.
Ich meine, wer auf Action, Explosion und Hau mich tot steht, der dann ist Need for Speed natürlich ein super Film, aber ich weiß nicht, ich glaube nach dem dritten, vierten Teil hätte man auch aufhören können, weil dann wird es halt irgendwie total abgespaced, wo sie dann auch ins Weltall raufgehen und so, also, hat irgendwie wenig mehr mit dem Ur-Need for Speed zu tun. Aber sie teilweise interessant, die abgedrehte Fahrzeuge haben. Cool, 110. Das ist das schnellste bis jetzt. Kam sie immer bei 110, heißt es dann wieder bremsen. Ja, Stichwort Fahrplan. Müssen wir dann eigentlich zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo da sein? Nee. Ach doch, da oben steht sie ja. Colonnesi, Yelton, Western Supermare on den Highbridge, Birmingham. Sollte man um 10.36 da sein. Ja, der hat gut geklappt. Ach, Moment, der hatte am Anfang schon gesagt, dass wir da eine verschwindete Abfahrt hier irgendwo haben. Da hätten wir unsere 110. 25, dann hätten wir unseren VMAX. Ja, und dann zu den Spiele-Highlights. Also eben Hogwarts Legacy, jetzt dann im Februar. Dann Atomic Heart, kommt dann Ende Februar. Ein Shooter. Ja, da könnte ich schwach werden mit Atomic Heart. Ich schau mir das mal an. Da kommt noch Resident Evil 4 Remake. Werde ich aber nicht spielen, werde ich mir nur Let's Play davon angucken. Also ich bin ja nicht so ein großer Fan davon. Also zum Spielen. Filme bin ich ein mega Fan davon. Und dann kommt eventuell im April Dead Island 2 raus. Endlich. Ich habe das erste gespielt. Und oh, ich glaube, Dead Island werde ich wieder zocken. Das war immer so schön dämlich. Da kannst du immer so viel machen. So, wir müssen bremsen. Ich glaube, ich könnte mich jetzt verbremsen. Oh, ich muss echt anfangen, früher zu bremsen. Oh, das wird sehr eng. Was ist da für... okay. Ja, es muss dann so, ne? Komm, halt an, halt an, halt an, halt an. Oh, das gibt Abzug. So, wie schaut das aus? Freie Kamera, bitte. Ah ja, hier ist ein bisschen doof. Was ist ein komischer Bahnsteig hier? Okay. Das ist echt schräg. Mal schauen, ob es von dem vielleicht eine neue Version gibt. Das ist natürlich nicht so cool. Und da fehlt ein Asset. Your attention, please. So. Ja, Bridgewater. Nächster Halt. Schnell weg hier.
Also wenn die Anzeige im Airway Enhancer stimmt, dann verbraucht der HST knapp 3,3 bis 4 Liter Diesel pro Minute, wenn ich jetzt hier auf der Notch 4 drin bin. Ja, ist schon noch ein bisschen was. Ja, und was eventuell das Jahr auch noch rauskommen wird, das ist dann Fallout London. Das werde ich hundertprozentig spielen. Also das ist ja ein Community-Mod, aber sieht mega geil aus. Und da gibt es sogar eine funktionierende U-Bahn. Also im letzten Dev-Video, was ich da gesehen habe, haben sie das vorgestellt. Das ist mega cool. Und was ich dann bis dahin gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, war Fallout Miami. Auch ein Mod, der 2023 rauskommen soll. Ah, Miami, glaube ich, werde ich mir auch anschauen. Je nachdem, was als erstes rauskommt. Miami oder London. Und für die etwas Älteren unter uns, es kommt sogar ein Robocop-Spiel raus. Das soll also Juni, Juli rauskommen. Muss mal gucken. Also Robocop ist etwas, was bei mir aktiv vorbeigegangen ist. Ich habe mal ab und zu ein paar Folgen mal angeschaut. Ah, es ist halt so 80er Jahre, nicht Trash, aber gewöhnungsbedürftig, sage ich mal so. Teilweise nicht ganz so gut gealtert. Aber ihr könnt mal meine Kommentare reinschreiben, auf was für Spiele ihr euch so für das Jahr freut. Und wenn wir jetzt gerade bei den 80er Jahren Serien sind, gibt es da etwas, was ihr da noch anschaut? Oder ein Fan davon seid, also beispielsweise auch Robocop. Wäre ja nichts Falsches. Ja, ein bisschen Cinematic. Ja, und von Deadpool kommt ja auch ein neuer Teil. Ja, werde ich ihn auch geben. Ist so schön dämlich. Ich mag den Humor. Aber das muss man sich dann in Englisch anschauen. Das ist dann wesentlich witziger als wie in Deutsch. Ja, knapp 3 Meilen noch bis nach Bridgewater. Es ist jetzt wirklich ultra viel los hier auf der Strecke. Ich wäre mal froh, wenn das Steam Deck mal in der Schweiz verfügbar wäre. Das wäre eine schöne kleine Konsole zum Rumspielen. Ah, zum Spielestream vom eigenen Rechner aus. Das glaube ich, würde ich dann primär damit machen. Aber nein, in der Schweiz nicht verfügbar. Beziehungsweise soll es vermutlich irgendwann mal 2023 werden. Und wenn man es halt jetzt haben will, dann muss man es halt mit VPN kaufen und eine Lieferadresse in Deutschland. Ah, es kostet wieder alles. Wobei, auf Ricardo und Co., also quasi unser Schweizer Kleinanzeigen, gibt es das Steam Deck, aber halt viel zu teuer. Wollen alle wieder Geld machen. So, werden wir bitte langsamer. Diesmal möchte ich nicht drüber rausschießen.
Davon ist es ja. So, schön langsam hier reingleiten. Ja, haben sie auch vor kurzem, so wie es aussieht, renoviert. Sieht relativ modern aus. Ah, da wäre unser Haltepunkt gewesen. Na egal. Wir schauen uns mal um. Da vorne. Okay. Wenige Ausweiche hier. So, Türen sind offen. Was haben wir hier so Schönes? Industrie hier, zwei Abstellungen. Was auch immer du hier bist. Amtermans Management LTD. Das geht hier nach hinten. War das hier immer ein Anschluss? Nö. Also, zu der Fabrik hier hinten rein. Hier auch. Und da hat es sogar einen Portalkran. Ob der funktionieren würde, wenn man da drunter fährt? Ich meine, es gibt so Kräne, die funktionieren ja in TS Classic. Na gut, wir fahren erstmal wieder. Taunton, nächster Halt. Muss ich gerade irgendwie an Star Wars denken. Da gab es ja diese Towntowns da. Oder, ja, irgendwie so, glaube ich, hießen die. ...8,7 Meilen entfernt. Jetzt zieht er an. Sehr gut. Eine Kamera haben wir gar keine. Schade. Ist das mal witzig schwer? So ein HSD mit MK1-Wagen. Das glaube ich, wird interessant aussehen. Aber warum auch nicht? Man, von der Kupplung passt nicht ganz. Ei. Bisschen schummeln darf mal sein. Ich glaube, das mache ich mal. HSD mit MK1. So, reicht schon für Fullschmackes. Ja, geht zumindest nicht nach oben. Oh, leider nur mit 100. Naja, besser als gar nichts. Oh, ein Spiel habe ich ganz vergessen, was ja auch 2023 rauskommt. Und zwar ist es Payday 3. Oh, das werde ich mal angucken. Der Banküberfall-Simulator. Ich habe Payday 2 gespielt. Recht lang sogar. Das hat schon echt Spaß gemacht. Und haben sie ja regelmäßig da immer wieder so kleine Updates rausgebracht. Aber dass jetzt ein dritter Teil kommt, das freut mich sehr. So, ein bisschen weniger Leistung. Ah, und Cyberpunk kriegt ja auch ein DLC, sehe ich gerade. Das bin jetzt aber jetzt nicht so heiß, auch wenn Cyberpunk an sich ein gutes Spiel ist. Ich glaube, ich müsste mal wieder rauspacken und spielen. Aber dann würde ich eh komplett nochmal neu anfangen. Da haben sie ja mittlerweile so viel dran gemacht und Hotfixes rausgeschmissen. Das war am Anfang echt schlimm.
maximal nichts rundherum, nur Eisbahn. Hört sich eigentlich jemand von euch Podcasts regelmäßig an? Keine Ahnung, auf Podbean, Google Podcasts, Amazon, wie heißt das bei Amazon? Ach, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ich habe damals mit dem Radio halt natürlich Podcasts gemacht, aber ich selbst höre ich gar keinen Podcast an. Es gibt einen YouTuber, den ich mal anschaue, das ist der Hirnsturz. Der macht immer wieder Podcasts, aber ich habe zum Beispiel noch nie bei einem reingehört. Markiplier genau das gleiche. Aber nee. Jetzt bin ich irgendwie nicht so. Also, Podcasts an sich sind sicher was Tolles, aber weiß nicht, ich schau mir das nicht an. Ich will was sehen. Wenn die da schon quatschen. Ist so ein Onboard-Entertaining-System für Let's Player wäre irgendwie nur cool hier im Zug. Keine Ahnung, wenn hier so ein Monitor wäre, dann könnte man sich was anschauen. Zum Beispiel YouTube oder irgendwelche anderen Sachen. Und wenn man das dann streamt, dann könnten das alle mitgucken. Das ist eigentlich echt cool. Andererseits würde man jetzt auch sagen, hey, du musst dich konzentrieren. Du musst da vorne gucken. Vor allem du, Bravo. Okay, Überwerfung. Aufpassen wir nicht arg zu schnell werden hier. Bremse mal. Bevor es einen klatscht. Oh, ich glaube, das reicht. Wann sollte man eigentlich in Taunton sein? Um 10.56. Ah ja, minimale Verspätung. Bei der DB wäre es noch pünktlich. Moin Kollegen, aufpassen beim Arbeiten hier. Ups, ah, das wollte ich gar nicht. F3 wollte ich. Oh, endlich kommt mir hier was entgegen. Was man auch sehen kann. Moin. Wow, also... Oh, oh. Bleiben sehen. Auf 60 runter. Kannst du haben. Oh, Majesty, runter mit dir. Ah, ich habe irgendwie so die Reflexe vom Train Driver 2, nur dass du die Leertaste drücken musst. Next stop, Taunton. Please mind the gap between the train and the platform. Dann können sie uns jetzt hier endlich überholen, wenn sie wollen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es passieren wird, nachdem wir hier so langsam herumschleichen und es sonst keine Stellen gibt zum Ausweichen. Mega fettes Stellwerk. Das werden wir uns gleich mal anschauen.
Wieder 35. Oh, okay. Auf den letzten Drücker kriegen wir Ausfahrt. So, bitte anhalten. Tür auf und wir gehen erstmal raus. Erstmal hier umsehen. Handweichen. Alter Schuppen hier, wo es nicht mehr weitergeht. Aber Gleise sind noch da. Aber hier hinten, da muss es mal ein mega Gleisfeld gegeben haben, weil hat British Railways Taunton Freight Concentration Depot. Das war doch sicherlich ein Stellwerk. Oder? Aber jedenfalls, der ganze Bereich war hier garantiert mal zu. Ich habe noch mal schnell ein paar historische Bilder während der Fahrt mal anschauen. Taunton. Taunton Railway Station. So, Gas geben bitte. So, Google Maps habe ich mal offen. Das Gebäude da hinten, was wir gerade gesehen haben, das steht nach wie vor. Aber ich sehe da jetzt keine Bilder von diesem Jahr da hinten. Na egal. So, ah shit, darf ich ja nicht zu schnell fahren. Ach, da hinten geht es ja noch weiter. Ah, ich schau mal langsam hier. Was ist denn das Class 66, was da steht? Also von dem habe ich tatsächlich ein Foto gefunden auf Wikipedia. Das ist auch das komische Teil da hinten. Dürfen wir jetzt schneller fahren? Oh, geil. Dann schauen wir uns das natürlich mal hier an. English vs. Scottish Railway. Was auch immer das hier gebraucht wird. Und da hinten ist es dann schon wieder vorbei. Und ich sehe ein gelbes Signal. Ist das für uns? Bitte nicht für uns. Ich möchte gerne ein bisschen fahren. Ah, wobei, ich glaube, das ist hier. Ja. Nicht für uns. Sehr gut. Ah, und da vorne kommt es dann quasi auf die Hauptstrecke. Jetzt auch nochmal eine Ausweiche, so wie es aussieht. Oder geht es da rechts weg? Aber hier muss es ja auch mal mehr Gleise gegeben haben. Wenn ich mal diese Brücke hier so ansehe. So, Gleis. Ah ja, Tatsache, das geht da hinten weg. Wohin geht es? Was wissen Sie, so Bahnsteig? Okay. Na, wie weit ist das nachmodelliert hier? Bis hierhin. Und da hinten wäre die Brücke, wo es dann vermutlich weitergeht. Okay, kein Plan, wo es da hingeht.
So, runter mit der Leistung. Schon faszinierend, wie viele unbewachte Bahnübergänge es in England gibt. Jetzt ist immer so schön, stop, look and listen. So, Triverton. Planmäßige Ankunft. Mein Kollege. Parkway um 11.08 Uhr. Also es wäre jetzt gewesen. Ja, da das wird nichts. Oh, das wäre auch ein geiler Spot zum Foto machen. Gott sei Dank haben wir hier nicht so Leistungsprobleme wie bei dem Livestream, wo ich mit der Dampflok den Berg raufgefahren bin. Das war schlimm. Aber was? Warte. Zugedreht. Witzig. Ich frage mich, ob es irgendwo auf der Welt bei irgendeinem Eisenbahnsystem gibt, wo du so Magneten auf den Schienen drauf hast oder Sensoren, was auch immer, und dann beim Zug automatisch das Zughorn auslösen, gerade bei so Bahnübergängen oder so. Damit es halt auf gar keinen Fall irgendwie vergessen geht. Ich meine, technisch wäre das garantiert umsetzbar, dass man sowas macht. Und du kannst höchstens mal den Lokführer ein bisschen reißen, wenn er von der Zone abgeht. Aber andererseits sollte er ja auch das Schild sehen. Oi, jetzt hat er zum Kämpfen. Ich meine, langsamer. Ja, dann gehen wir halt mein Maximum Schmackes. Sind wir voll drin, alle beide Maschinen laufen. Man wird nur so langsam schneller. Die Strecke ist ja mal sehr interessant verlegt. Ich glaube, da hätte man sicherlich ein, zwei Kurven einsparen können. Boah, ich dachte jetzt gerade schon, das Auto ist jetzt irgendwie auf den Schienen drauf. Mein Kollege. Das ist aber eine harte Kurve da. Und das mit 100 Meilen pro Stunde. Ja. Oh, danke schön. Kann ich den eigentlich runter machen? Kann ich. Cool. So, Licht wird aus.
Ah, jetzt müssen wir bremsen. Wir werden schneller. Da ist die Bergfahrt halt schon wieder vorbei. Gibt es eigentlich in Deutschland noch irgendwie so einen Zirkuszug? Also beziehungsweise generell halt einen Zirkus, der den Zug noch nutzt? Ich weiß, dass es in der Schweiz das noch gibt. Ab und zu, dass du mal den Zirkus da siehst. Ich persönlich habe noch nie gesehen auf dem Zug. Aber ich glaube, der in Deutschland auch mal rumtuckert. Ich meine, extrem wirtschaftlich. Kostet ein bisschen weniger, als wenn man dann hier den ganzen Zug, die ganzen Verband von den ganzen Zirkuswagen ein Auto zieht. Oder LKW. Mein Kollege. Und frag mich nicht, wie ich jetzt auf die Idee kommen bin, mit dem Zirkus zu. Keine Ahnung, das wäre ganz so spontan eingefallen. Oh, scheiße. Da vorne ist schon der Halt. Ich glaube, da muss ich Emergency reinschmeißen. Next stop, Tiverton Parkway. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Die Bremsen hassen mich. Ja, ich glaube, so ein kleiner Screen, wo man so ein Entertainment-System hat, das wäre für mich echt nicht gut. Oh, kriegen wir das hin, ohne dass wir da drüber schießen? Ja, gerade noch so. Okay, wieder lösen. Zumindest auf Stufe 1. This train is bound for Exeter St. David's. Das hat sich jetzt aber irgendwie komisch ausgesprochen, das Exeter St. David's. Okay, liebe Leute, ich muss mal ganz kurz wohin. Für euch gibt es mal ganz kurz einen Pause-Cut und dann geht's gleich wieder weiter. Bis gleich. So, da, schon bin ich wieder da. Ist noch ganz kurz gegangen. Ich glaube, wir dürfen schon wieder abfahren. Oder? Falscher Button. Jo. Tschüss. Weg hier. Machen wir hier Meter. So, nächster Halt ist auch der letzte Halt. Exeter St. Davies. Geplante Ankunft um... Parkway along the way. Steht gar nichts da. Okay. Aber es sind knapp 15 Meilen. Die kriegen wir jetzt auch noch hin. Ah, wer weiß, vielleicht haben wir da sogar eine 125er Stelle. Aber ich glaube es fast nicht. War ja fast so schön, dass wir den HSC hier einmal ausfahren könnten. So, komm, altes Mädchen. Beschleunigen. Ist das eine Autobahn? Ja. So, dann Maximum Schmackes. Und Cinematic. Mit ganz seitlich. Oh, das wird ein geiler Screenshot werden. Wollen wir mal später mal ansehen. Das sah echt cool aus da mit dem kleinen Häuschen.
So, wieder vorne rein. Ja, das sieht nach einem ehemaligen Haltepunkt aus hier. Aber schon lange nichts mehr gestanden. Das ist irgendwie witzig in England. Also wenn ihr da irgendwas auflöst, die lassen es einfach stehen. Und die Natur holt sich das dann. Und eigentlich mal gar keine so blöde Idee, ne? Weil man doch mal auf die Idee kommt, das war eine blöde Idee, dass man das, keine Ahnung, einstellen oder so. Dann braucht man es nur wieder herrichten und muss nicht wieder alles komplett neu bauen. Blöd wird es dann halt mit Eisenbahnstrecken, wenn die dann ewig lang zu sind und man dann irgendwie sagt, ja, okay, da kann man jetzt ein Häuschen drauf bauen auf die Strecke oder so. Dann wird es mit der Wiederöffnung ein bisschen doof. Geht's bergab. Ein bisschen bremsen hier. Also ein Stecker zum irgendwas aufladen hat sie ja auch nicht. Also wäre das jetzt mein HST, dann würde ich schauen, dass sie mindestens eine Steckdose irgendwo hat oder einen USB-Anschluss zum Sachen aufladen. Gut, man könnte jetzt natürlich argumentieren, man kann auch einfach eine Powerbank mitnehmen, eine extrem große. Keine Ahnung, so 20.000 mAh und die Sache ist gegessen. Ich sage beides irgendwie da vorne rein. Wie ist das eigentlich bei der Deutschen Bahn? Darf ich da, wenn ich jetzt Lokführer bin, keine Ahnung, mir da so einen MP3-Player irgendwie hinlegen oder das Handy halt mit Lautsprecher und Musik hören? Also es ist nicht exorbitant laut, aber so ein bisschen als Hintergrundbeschallung. Also ich meine, du darfst garantiert nicht irgendwie YouTube oder so laufen lassen, weil dich das ablenkt. Aber so Musik, glaube ich, könnte man schon vorstellen, dass du das machen darfst. Oder beispielsweise einfach mein Radio hinstellen. So ein Radio mit Batterien drauf. Man kann sich Bayern 3 oder sonstiges anhören. Ich glaube, ich würde das dann irgendwann mal machen. Gerade bei langen Strecken. So, 8,7 Meilen noch. Was ist das? Ach, das gleiche Häuschen wie vorher schon. Copy-Paste-Häuschen. Witzig. Obwohl es bergab geht, verlieren wir jetzt an Geschwindigkeit. Ah, hab's gesehen auf der linken Seite. Da war auch noch so ein ehemaliger Bahnsteig. Aber ein sehr kurzer. Ah, sehr schön. Ah, da bin ich sehr, wie gesehen, mit der Brücke. Da
Ich muss noch mal so ein Szenario raussuchen, wo es wettertechnisch mal so richtig hardcore zugeht. Keine Ahnung, Schneesturm oder normaler Sturm. Irgendwo, wo es ein bisschen challenging ist zum Fahren. Ich könnte es eigentlich auch selber ersetzen. Brauche ich eigentlich nur im Absolute Powerhouse das Wetter reinklatschen und dann starten. Kann dann sein, dass ich den Fahrplan nicht mehr einhalten kann. Aber spannender zum Fahren. Was kommt das jetzt da entgegen? Ist ein HSD? Nee, ist eine Klasse 800. Die werden die ganzen HSDs verdrängen. Ich meine, sie fahren sich schon angenehm, aber. Ja, HSD ist halt doch halt so mein Lieblingszug. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Strecke für Trains im World. Aber die wäre dann vermutlich wieder zu lang für sie. Aber so rein bautechnisch, glaube ich, wäre es nicht sonderlich aufwendig. Und auch von der Szenerie her. In der meisten Zeit bist du ja eh hier im Grün. Ach ja. Die werden aber so richtig Stress haben. Jetzt, wo die Konkurrenz da schön nachliefert. Denen muss das, glaube ich, irgendwann mal einfach so richtig wehtun, damit sie halt mal was Anständiges machen. Ich weiß, ich habe schon zigtausendmal gedacht, ich meine, das mit dem Editor kotzt mich am allermeisten an. Kennst du das Gefühl, also, darf der Gerd wirklich am liebsten mal vorbeigehen und einmal die Watsche links und rechts geben. Und den Scheiß, den sind da teilweise fabriziert. Oh. Da glaube ich, war auch gerade ein Bahnsteig auf der linken Seite. So, 2,7 Meilen. Gleich sind wir da. Da müssen wir schon langsamer werden. Einmal 80. Und nochmal langsamer. Von 60. Kannst du haben. Da laufen Kühe rum ohne Zaun. Überhaupt nicht gefährlich. Ah doch, da ist ein Zaun. Hab nicht gesehen. So, da werden wir dann in Exeter. Da rechts war doch noch Strecke weggegangen. Ich vor Ewigkeiten mal gefahren. Das war für so kleine Dieselkutschen. Oh, alles fast leer hier. Da kommt ja auch schon die Dieselkutsche. War vermutlich genau da runter, wo ich meinte. Oh, ich dachte, die Dieselkutsche fährt da zu uns hin. Aber okay. So.
Das ist ja mein krasser Übergang da links. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen in Exeter St. Davies. Unser Endhalt. Auch wenn wir schon wieder die Ausfahrt hier haben, so wie es aussieht. Könnten wir gerade weiterfahren. So, da, dann werden wir hier mal anhalten. Auch wenn es nicht der richtige Haltepunkt ist. Aber egal. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Machen wir eine längere Fahrt. Mal schauen, wie lange sind wir jetzt gefahren. 1,5 Stunden. Naja, war nett. Also, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und bis bald. Genau. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.